schönen guten Tag. Eine neue Ausgabe Klaus trifft Frauenfußball. Und heute sprechen wir über College-Fußball. Und zwar auf eine andere Art und Weise. Wir haben den Timo Sürstedt eingeladen von College Sports America. Er ist auch bei uns in der Gruppe. Herzlich willkommen, Timo. Hallo Klaus, danke für die Einladung. Bitte schön, gern geschehen. Und super. Du bist dort tätig als Soccer Manager. Genau. Für den Fußball, Frauenfußball. Und in dem Bereich möchte ich ganz gerne mit dir sprechen. Ja, gerne. Timo, ich habe ja so ein bisschen im Internet recherchiert und das ist eine sehr interessante Internetseite, die ihr da aufgebaut habt. Wäre zu empfehlen, nach unserem Gespräch da mal drauf zu gucken. Das wäre super. Ja, ihr habt da so einige Punkte aufgeführt. Über uns sprecht ihr. Da gibt es so eine Mission, die ihr habt. Ja. Erzähl mal ein bisschen was. Genau, also grundlegend ist es so, wir sind halt alle überzeugt vom College-Sport und wie er halt aufgebaut ist, weil er halt sehr tolle Möglichkeiten bietet. Ne? Und bei uns in der Agentur ist es halt so, wir haben alle einen College-Background, also das heißt, alle, die bei uns einen Manager-Posten haben, beziehungsweise bei uns arbeiten, haben einen College-Background. Ich selber durfte 2005 als Austauschstudent mit einem Fußballstipendium nach Amerika und seitdem war es eigentlich um mich geschehen, weil ich gesehen habe, was da für tolle Möglichkeiten sind, wie strukturiert es aufgebaut ist und ja, habe dann eigentlich, weil ich damals auch Trainer war, immer schon gesagt, eigentlich möchte ich gerne wieder was mit dem College-Sport machen. Ist aber dann nicht ganz so einfach mit der Arbeitserlaubnis als Trainer. Und habe dann vor 7, 8 Jahren die Möglichkeit bekommen, als Fußball-Scout zu arbeiten für eine Agentur. Und seit 5 Jahren bin ich jetzt halt Fußballmanager, heißt also, ich betreue für College Sports America Fußballer und Fußballerinnen, die diesen Weg halt einschlagen wollen. Und so ist es bei uns in allen Bereichen. Und die Mission ist natürlich, den Sportler in den Vordergrund zu stellen und für den Sportler, die Sportlerin, dann eben zu gucken, nach verschiedenen Bausteinen und Kriterien, was ist das bestmöglichste Angebot, was wir für diese Sportler erreichen können. Ja, das, wie gesagt, das liest sich sehr interessant, was ihr da anbietet. Ist ja eine Riesenunterstützung. Ihr habt dann ja auch entsprechend eure Dienstleistungen, die ihr anbietet. Aber gehen wir doch erstmal von Beginn an. Die Sportlerin, die Gymnasiastin, die muss ja dann irgendwann mal anfangen, sich zu entscheiden, will ich College, will ich nicht, will ich professionell Fußball spielen. Genau. Wann fängt man am besten an, sich diese Grundgedanken mit der Familie zu machen? Ja, also natürlich ist es ein langwieriger Prozess. Ihr habt ja auch schon eine Podcast-Folge über den College-Fußball gemacht, wo ja auch schon Spielerinnen zu Wort gekommen sind. Und bei uns in der Agentur ist es so, wir raten immer ungefähr dazu, 18 bis 24 Monate vorher sich mit dem Prozess zu beschäftigen und im Idealfall dann auch ja, loszulegen. Denn man muss zum Beispiel ein Online-Profil erstellen. Man muss Tests machen. Nebenbei hat man ja auch noch weiterhin seine Schule, seinen Leistungsfußball etc. Das heißt, das ist natürlich eine Zeit. Umso eher man startet, ich sag mal, desto entspannter kann man diesen Prozess aufbauen. Natürlich ist es mal stressiger, mal weniger stressiger, aber unterm Strich ist das schon ganz gut. Man kann und schafft es auch, wenn sich jemand 12 Monate vorher noch bewirbt. Aber Vorteile hat es sicherlich, das schon eher zu machen, weil einfach auch, ich sag mal, mit jedem Monat, der vergeht, das Budget der Coaches, die wollen ja auch ihr Team vollkriegen und wissen, welche Spielerin habe ich zur Verfügung. Das Budget sich natürlich auch verringert, auch wenn man sicherlich noch vorher was findet. Aber daher raten wir eigentlich immer 18 bis 24 Monate vorher loszulegen, sich Gedanken zu machen. Wir führen dann Infogespräche. Denn ich glaube, du hast es eben schon gesagt, das Wichtigste ist dann mit der Familie auch eine Entscheidung treffen zu können. Und das versuchen wir natürlich über Infogespräche erstmal grundlegend zu ermöglichen. Ne? Also dass man grundlegend ein gutes Gefühl danach bei der Entscheidung hat, weil alle Fragen geklärt sind, weil nichts mehr offen ist, dass man dann eben gucken kann,
möchte ich das machen oder gehe ich in den professionellen Bereich oder mache ich eine Ausbildung oder, dass man einfach dann die Entscheidung treffen kann, weil man alle Informationen zur Hand hat. Ne? Ja, die Voraussetzung für so ein Stipendium oder der Weg nach Amerika, ja, da gibt es ja auch Zensurenvoraussetzungen, denke ich mir mal. Wir haben kennengelernt, dass es nicht unbedingt die Klasse entscheidet, also die, wo ich spiele. Die Klasse, Ich kann auch Verbandsliga spielen oder Bezirksliga und kann ein Stipendium erreichen, aber die schulischen Voraussetzungen müssen ja auch passen. Ne? Genau, also ich sag mal, grundlegend braucht man, wenn man jetzt in Deutschland ist, Fachabitur oder Abitur, um das mal grundlegend zu sagen. Das ist natürlich die Voraussetzung, bräuchte man ja in Deutschland auch, um zu studieren. Dann natürlich sportliches Talent. Jetzt lässt sich natürlich darüber streiten, was genau alles sportliches Talent ist. Aber ich würde es auch nicht so, und das haben die Mädels ja auch gesagt, ich würde es jetzt nicht komplett ligenunabhängig machen. Natürlich, wenn man in der U17 Junioren-Bundesliga spielt, das ist das höchste Level, dann sind die Chancen natürlich sehr gut, weil man auf dem höchsten Niveau spielt. Aber es gibt auch Klasse-Kickerinnen, die halt vielleicht aufgrund von Entfernung oder, nicht so hochklassig spielen, aber trotzdem tolle Kickerinnen sind. Von daher würde ich das auch nicht grundlegend als Ausschlusskriterium machen, welche Liga man spielt, sondern wir gucken dann Videomaterial an und bewerten dann und gucken dann, auf welchem Niveau wir vielleicht Optionen finden können. Ja, weil wir wollen ja auch Spielerinnen ermutigen, die sehr gut in der Schule sind, die, genau, die denken, oh, jetzt spiele ich Bezirksklasse, lassen die mich dazu. Und das ist vielleicht jemand, die eben aus bestimmten Gründen nicht in die Bundesliga gewechselt ist, zum Beispiel. Und genau. Deswegen, wir wollen ermutigen, dass sie eben halt diesen Schritt wagen, dass sie sich Infos holen, mit euch in Verbindung setzen. Genau, dafür sind die Infogespräche ja da. Und genau, also Noten sind nicht unwichtig, aber auch da gibt es Unterschiede. Ne? Man kann einen Einserschnitt haben oder einen Dreierschnitt. Man muss, glaube ich, dann einfach mal gucken. Auch in Amerika ist es ja so, dass es verschiedene Niveaus gibt. Nehmen wir mal, Harvard ist eine Elite-Uni. Die haben zwar so keine Sportstipendien, aber die haben die höchsten Kriterien, um sich überhaupt einschreiben zu dürfen. Von daher ist es da super schwierig, da reinzukommen, weil man braucht da einen absolut tollen Notenschnitt. Man muss diese beiden Tests fast zu 100% erledigen. Aber es gibt ja noch ganz, ganz viel darunter, was andere Kriterien hat. Und genau, da kann ich nur jedem raten, so ein Infogespräch zu führen und zu gucken, was sind denn meine Möglichkeiten, weil die sind unverbindlich, die sind kostenlos und dann kann man erstmal gucken, was habe ich denn überhaupt für Optionen. Klar muss man auch so ehrlich sein, wenn die Aussichten halt nicht da sind, dann braucht man diesen Prozess nicht starten. Ne? Das ist auch klar, aber es ist halt schon ganz, ganz viel möglich, was man möglich machen kann. Ja, ich denke mal, ein gewisses Niveau auch in englischer Sprache muss natürlich schon haben. Genau. Also mit einer 4-, wie ich früher hatte, vielleicht im Englischen, kommst du da nicht weit. Da sollte man schon ein guter Stehen haben, denke ich mir mal. Ja, wenn ich dich da unterbrechen darf, aber das ist auch manchmal ein Trugschluss. Also die Englischnote ist natürlich nicht unwichtig, ne? Und jeder sollte sich bemühen. Aber man muss zum Beispiel in diesem Prozess als Nicht-Muttersprachler einen Sprachtest machen und der ist eigentlich dann entscheidend. Danach gibt es Punkte. Und wenn man sich hinsetzt und, was ich ja eingangs sagte, vielleicht 18 bis 24 Monate vorher anfängt und dann Gas gibt, zum Beispiel Serien oder Filme auf Englisch guckt, Vokabeln lernt und, sich mit diesem Test auseinandersetzt, dann kann ich da eine Punktzahl erreichen, die es mir erlaubt, mich in ein, oder an einem College einzuschreiben. Und wenn man dann ein Stipendium findet und die Punktzahl passt, dann geht man rüber. Und wenn man erstmal da ist, dann ist die englische Sprache sowieso etwas, da bin ich tagtäglich mit konfrontiert. Nach 1-2 Monaten bin ich schon wahrscheinlich doppelt so gut wie vorher. Ne? Also auch da wieder ruhig den Mut haben, die Dinge auszuprobieren. Aber klar, man muss natürlich auch fleißig sein und dementsprechend sich bemühen, sich da zu verbessern, wenn die Englischnote halt nicht so gut ist. Ne? Ja, also so wie ich unsere Fußballerinnen jetzt kennengelernt habe, die haben unwahrscheinlichen Ehrgeiz. Also die ziehen das voll durch. Das ist ja auch wichtig. Und wenn du drüben bist, das habe ich auch erfahren durch meine berufliche Tätigkeit, ja, das Englisch wird immer besser und wird immer sicherer. Du lernst verschiedene Dialekte kennen aus verschiedenen Regionen. Das ist auch ganz interessant. Ne? Ja. Amerikanisches Englisch habe ich zum Beispiel mal besser verstanden als aus England. Ja. Warum? Keine Ahnung.
Jedenfalls, es gehört ja den Mut fassen, Selbstbewusstsein haben und sagen, jawohl, ich gehe das Ding an und versuche das umzusetzen. Genau, so war das bei mir auch. Mein Englisch war sicherlich auch nicht so gut. Und man wird sich wundern, die Amerikaner sind da auch sehr offen und zugänglich. Was man dann vielleicht an Vokabular nicht hat, das macht man mit Händen und Füßen und Mimik und Gestik. Ja, das klappt wunderbar und die gehen da auch auf einen zu und helfen einem da. Also von daher. Also die Amerikaner sind sehr, sehr offen, lieb und herzlich. Überhaupt keine Frage, laden dann auch ganz gerne zum Barbecue ein. Habe ich alles kennengelernt. Aber wir dürfen nicht vergessen, es wird ja studiert. Es gibt ja Vorlesungen. Absolut, genau. Das heißt Studium und Sport. Ne? Also das ist nicht so, dass man rübergeht und nur ein bisschen kicken soll, sondern die Grundlage ist natürlich, und das ist auch das, was ich halt daran so toll finde, dass man sein Studium zu 100% machen kann, aber auch seinen Leistungssport zu 100% verfolgen kann. Und das sind Möglichkeiten, die halt in Deutschland, Europa oder wahrscheinlich auch weltweit, ich kenne nicht jedes Land, aber halt super schwierig umzusetzen sind. Julia Gwin hat es ja gerade vom FC Bayern so ein bisschen angestoßen. Ne? Die müssen als Profis noch teilweise arbeiten, müssen alles selber noch organisieren, wie Studium, Ausbildung oder. Und da hast du es halt einen strukturierten Tag. Aber natürlich ist das auch, du kriegst ein Stipendium, die Uni gibt für dich reichlich Geld aus und investiert ja auch in dich. Also von daher sollst du dich natürlich auch bemühen. Also von daher ist es auch schon wirklich Arbeit. Ne? Also man muss da sich selber strukturieren, da wird einem zwar super geholfen, aber man muss da auch gucken, dass man da seine Leistung bringt, ne? Und dafür halt auch was macht. Also ich habe jetzt ja die Jamie Gerstenberger dort ein bisschen beobachtet, das ist ja phänomenal, das Mädchen ist da als Youngster voll durchgestartet, Freshman nennt sich das ja. Genau, im ersten Jahr, ja. Ja, ja, finde ich auch gut, dass man da so ein paar Namen vergibt. Jetzt helft ihr bei der ganzen Bearbeitung. Da gibt es dann die Auswertung, da habe ich dann gelesen, Marketing, Test, Registrierung, Urkunden, Hochschulbewerbung, Studentenvisum, Reise. Das ist ja ein ganzes Paket, was ihr da anbietet. Ja. Erzähl mal so ein bisschen von diesen Dienstleistungen. Also zum Beispiel Auswerten wahrscheinlich, Zeugnis oder so, kann das sein? Und Sportqualifikation? Genau, also grundlegend ist es erstmal so, dieser ganze Prozess hat verschiedene Dinge, die man machen muss. Und die muss der Sportler auch erledigen. Zum Beispiel den Test, ne? Sprach- und Wissenstest, den können wir als Agentur natürlich nicht für die Sportler machen. Nee. Aber wir helfen natürlich den Sportlern. Wir können den Vorbereitungstest schicken. Wir haben Buchempfehlungen, wo man über Versandhäuser, da der sich dann Bücher für diese Tests zur Vorbereitung schicken kann. Bei der Registrierung, wenn Fragen sind. Also ich glaube, in diesem ganzen Prozess treten halt so viele Sachen auf, wo man auf eine Agentur halt zurückgreifen kann, was das halt vereinfacht. Ne? Und natürlich ist die Hauptaufgabe, weil der Sportler nun mal ja diese Tests machen muss, ist unsere Hauptaufgabe die Vermarktung. Und da haben wir halt unser Netzwerk. Wir haben ein Placement-Team, nennt sich das. Das ist in Miami, also arbeitet von Miami aus. Und die zusammen mit dem jeweiligen Manager, also bei den Fußballerinnen jetzt aus Deutschland, wäre das in Zusammenarbeit mit mir. Wir versuchen halt dann, die Sportler zu vermarkten. Also ihr versucht, die Bewerberinnen dort zu vermarkten. Wie sieht das genau aus? Das habe ich nämlich gelesen, Marketing ist ja die Vermarktung. Und wie sieht das genau aus? Da war ich mir nicht so ganz flüssig. Genau, also es ist immer für eine Agentur, glaube ich, entscheidend, wie das Netzwerk ist. Und dadurch, dass wir halt permanent in Amerika angesiedelt sind und wenn Corona uns das Leben ein bisschen leichter macht, fliegen die Manager auch regelmäßig rüber, dann werden Unis besucht und so entsteht halt ein Netzwerk. Wir sind ja nun auch schon mehrere Jahre im Markt. Das heißt also, dieses Netzwerk ist stetig gewachsen. Zum Beispiel haben wir angefangen und viele, wenn die bei uns auf der Website gucken, sehen, dass wir ganz, ganz stark im Golf sind. So, jetzt denkt man, naja, dann können die ja vielleicht nur Golf. Aber man muss ja auch wissen, wenn man den Kontakt zum Golftrainer hat, persönlich, über WhatsApp, man telefoniert oder so, wie wir beide das gerade machen, zoomt, dann kann man sich auch leichter mit dem Soccer-Coach verbinden lassen. Das heißt, auch da entsteht wieder
ein Netzwerk, ne? Und dementsprechend haben wir halt über die verschiedenen Medien Kontakte zu Coaches. Ich glaube, was ganz wichtig ist, immer zu wissen, eine Agentur muss proaktiv die Sportler vermarkten, weil die Coaches sind in der Saison so eingespannt. Für die ist das nicht, sag ich mal, die gehen abends zum Training, trainieren die Mannschaft, gehen nach Hause und machen sich dann Gedanken über die Aufstellung zum Wochenende, sondern das ist für die halt ein Fulltime-Job. Ne? Da ist sehr, sehr viel, was da beachtet werden muss, was sie machen müssen. Die haben gar nicht unbedingt die Möglichkeit, im Ausland oder auch in Amerika, das ist ja riesig, so zu scouten und talentierte Spieler zu finden. Und ich glaube, für die Unis ist es halt super wichtig, dass diese Agenturen diesen Job übernehmen und das Scouting, die Vorabsichtung macht, dass wir eine Einschätzung machen. Es bringt mir ja nichts, eine Uni, die auf dem höchsten sportlichen Level ist, dann mit Spielern zu versorgen, die vielleicht das Niveau nicht haben. Ja, andersrum ja. Aber gibt es auch genug Unis, die sportlich auch gut sind, aber eben nicht das, die Möglichkeiten oder das Geld haben, solche Stipendien zu vergeben. Da kann man dann aber auch gucken. Und das ist das Entscheidende, dass wir eben dann gucken, wo die Spielerin oder der Spieler, den wir unter Vertrag haben, dann hinpassen könnte und da dann so viele Angebote wie möglich zu generieren. Das schaffen wir dadurch, dass wir, wenn ein Coach Interesse hat, die Coaches natürlich mit den Spielerinnen verbinden, damit die auch so wie wir erstmal reden können, sich kennenlernen können, um zu gucken, würde es denn grundlegend passen. Deswegen ist es ja auch wichtig, was ihr unter dem Punkt 3 über uns aussagt. Eure Mitarbeiter müssen ein gewisses Niveau haben für die spezielle Sportart. Also der Fußballcoach muss entsprechendes Niveau vorweisen können, ja. Für Fußball. Und der Golfcoach muss für Golf natürlich entsprechende Expertisen haben. Das ist wichtig, ne? Ja. Genau, natürlich. Also ich sag mal, wenn ich jetzt, also ich bin natürlich im Fußballbereich tätig, habe selber jahrelang gespielt auf verschiedenen Niveaus, habe auch selber trainiert im Jugend- und im Herrenbereich. Ich glaube, dadurch entsteht natürlich so eine Art Expertise. Ne? Ich will nicht sagen, dass ich da allumfassendes Wissen habe, aber ich glaube, was College-Sport und die Einschätzung hat, bin ich da schon Experte. Und so ist es auch bei den anderen Sportarten, weil es würde ja nichts bringen, wenn ich jetzt eine Tennisspielerin bewerten müsste. Ich sag mal, da weiß ich, okay, die kann Ball übers Netz schlagen, aber das ist eben nicht meine Sportart. Und so ist natürlich auch wichtig für die Spieler und Spielerinnen, genauso für die Trainer in Amerika, dass da jemand ist, der auch ein bisschen Ahnung davon hat, was er da denn macht. Ne? Und darauf verlassen die sich auf und das merken die natürlich auch schnell, wenn das nicht so ist. Du hast gespielt und bist auch Trainer gewesen. Welche Klassen hast du denn gespielt, beziehungsweise trainiert? Also ich habe damals als A-Jugendlicher in der höchsten deutschen Spielklasse gespielt, habe dann aber auch schon mit 18, 19 meinen Trainerschein gemacht, weil ich da schon die erste schwerere Knieverletzung hatte. Und ich glaube, auch wenn der Traum immer da ist, ich glaube, ich habe da schon relativ schnell gemerkt, fürs professionelle Spielen bin ich zu langsam. Von daher habe ich da nebenbei dann so eine Trainerkarriere gestartet in der Jugend und war eigentlich so von der, ich sag mal, spielerisch in der A-Jugend dann in der höchsten Liga, in der Herren war es dann Landesliga, verschiedene unterklassige Sachen dann noch, als ich dann älter geworden bin. Ja, und als Trainer bin ich immer mit einer Mannschaft mitgegangen. Das waren also ganz verschiedene Ligen vom Niveau her. Habe da aber als 14-Jähriger eigentlich schon angefangen mit einer G-Jugend, die ich betreut habe. Genau, also von daher sind es jetzt auch schon gute 25 Jahre. Ich glaube, ich habe schon bald Trainerjubiläum. Ah, okay. Aktuell mache ich aber nichts als Trainer. Da konzentriere ich mich jetzt auf die Vermittlung und Vermarktung von den Spielern. Ja, das ist ja auch, du hast ja bestimmte Dinge kennengelernt in deiner Laufbahn und das sollte man nicht unterschätzen und das kann man gut transportieren zu den Mädels rüber. Ne? Genau. Stipendium sprechen wir die ganze Zeit drüber, Kosten, Universität, also die stellen das Geld zur Verfügung. Von welchen Zahlen sprechen wir bei Stipendien? Genau, auch da gibt es absolut verschiedene Level. Ne? Es gibt Junior Colleges, es gibt kleinere Unis, es gibt riesengroße Unis und die Kosten variieren. Ich sag mal, wenn man so rein von den Studiengebühren spricht, ohne dass, das ist jetzt eher pauschal gesagt, dann können die Kosten, ich sag mal, $15.000 pro Jahr bis hoch, wenn man
UCLA, Stanford, North Carolina State, 60.000, 70.000 Dollar im Jahr sind da auch dann nicht die Seltenheit. Ne? Und wenn man das mit europäischem Niveau vergleicht, das können wir uns so gar nicht vorstellen. Ne? Das ist ein anderes System und eine Möglichkeit, da dann als Europäer oder als Ausländer reinzukommen oder auch als Amerikaner natürlich, aber da ist es eher nicht so bekannt, ist halt ein Sportstipendium. Und Sportstipendium würde dann ein Teil oder voll diese Kosten übernehmen. Das kommt dann darauf an, was der Coach nachher anbietet. Was oft inkludiert ist, ist Unterkunft, Verpflegung und so die Teamaktivitäten, also das Reisen mit den Teams. Aber man hat auch Lebenshaltungskosten, wenn man jetzt zum Beispiel rübergeht und da die Mädels im Team kennenlernt und sagt, Mensch, wollen wir mal ins Kino, wollen wir mal essen gehen oder so. Das muss man dann natürlich selber noch bezahlen, das übernimmt die Uni nicht. Aber wenn man mit dem Team bowlen geht oder so, das wird dann halt auch übernommen. Ah, okay. Ja gut, seine Lebenshaltungskosten und seinen Spaß, den man da hat, den muss man sicherlich selber finanzieren, versteht sich genau. Eigentlich von selber. Aber das sind natürlich schon immense Kosten, die da auf einen zukommen. Und dann ist natürlich so ein Sportstipendium natürlich ganz wichtig. Ne? Genau, also ich glaube halt, mit Hilfe von einem Sportstipendium kann man die Kosten, das kommt ja auch immer auf die eigenen Umstände an und was die Familie für Umstände dann hat. Dementsprechend sind ja auch die Gespräche, dass wir darüber reden, was halt möglich ist und dann eben gucken, was können wir aus diesen Möglichkeiten machen. Ne? Weil es ist natürlich ein Unterschied, ob man ein 80-prozentiges Stipendium kriegt bei einer Uni, die 20.000 Dollar kostet und man muss den Rest bezahlen, oder bei einer Uni, die 60.000, 70.000 Dollar kostet und man muss den Rest bezahlen. Ne? Also daher ist es immer schwierig, vorab zu sagen, was jetzt exakt auf die Leute zukommt. Und dementsprechend sind wir da und versuchen dann natürlich nach den Vorgaben der Athleten und der Familien dann zu gucken, was ist möglich, um da dann halt Optionen zu finden, die dann halt auch darstellbar sind. Ja, weil oft ist es ja so, dass die Eltern nicht so viel Geld verdienen, vielleicht haben sie nur ein Verdienst, haben eine hochqualifizierte Tochter, was ja super ist, aber ja, sie möchten ganz gerne die Tochter unterstützen bei so einem Vorhaben, aber es scheitert halt am Finanziellen. Ne? Genau, könnte dann daran scheitern, keine Frage. Deswegen sind, glaube ich, auch, bevor man jetzt dieses Geld investiert in den Prozess, offene und ehrliche Infogespräche halt wichtig, damit man eine Vorstellung kriegt, was da auf einen zukommt. Denn klar, ich sage mal, dieser finanzielle Baustein ist eine ganz wichtige Sache, gerade für die Eltern. Deswegen versuchen wir natürlich immer gleich, die Eltern mit ins Boot zu holen, damit man guckt, was ist eben halt möglich. Natürlich gibt es Vollstipendien, das heißt, diese Studiengebühren würden voll übernommen. Das ist natürlich klasse. Man muss aber eben auch fair sagen, die will natürlich auch jeder haben, verständlicherweise. Ne? Und wir als Agentur machen jetzt halt nicht die Werbung und versprechen überall Vollstipendien, weil das wäre unseriös. Man muss eben halt gucken, was bietet der Coach an, weil nicht wir als Agentur können was anbieten. Wir können praktisch nur den Vermittler und die Vermarktung machen. Und der Coach entscheidet nachher, was er für ein Angebot dann der Spielerin offeriert. Und dann muss die Familie eben aus diesen Angeboten entscheiden, können wir das machen, wollen wir das machen und fühlen wir uns damit gut. Ne? Also so im Grunde genommen ist der Coach der Entscheider. Genau, was er anbietet, genau. Ja, absolut. Ja. Der hat sein Budget, daraus muss er seine ganze Mannschaft ja auch sozusagen finanzieren und seine ganze Mannschaft zusammenfinden und dementsprechend entscheidet er, was er halt geben will, geben kann. Ne? Aha, okay. Und da ist ja auch wieder der Zeitpunkt entscheidend. Ne? Wenn man jetzt 2 Jahre vorher anfängt und mit dem Coach spricht und er macht dann ein Angebot, hat er vielleicht auch noch mehr Budget als vielleicht 12 oder 6 Monate vorher. Ne? Ja, okay. Nein, das sind ganz wichtige Aspekte, die kamen bisher noch gar nicht richtig zum Vorschein. Jetzt habt ihr ja für eure Dienstleistung auch bestimmte Erwartungen. Was genau. Da denn zu erwarten? Genau, wir haben finanzielle Forderung oder Dienstleistung. Genau. Und da ist es bei uns so, ich sagte ja eingangs, da wir selber alle am College waren, manche mit Agenturen, wo dieser Einstieg, um die Option erstmal sichtbar zu machen, relativ hoch ist, haben wir halt gesagt, bei uns wollen wir es relativ transparent und einfach halten. Wir haben 2 Preisoptionen, das sind einmalige Gebühren und dafür betreuen wir auch die ganze Zeit. Das heißt also, bevor ich gleich eben die Preise nenne, möchte ich natürlich auch eben sagen,
wenn man nachher den Preis bezahlt und rübergeht, dann ist es nicht so, wir haben dir jetzt ein Stipendium vermittelt, mach's gut, auf Wiedersehen. Weil zum Beispiel kann es ja auch sein, dass die Uni doch nicht so passt und der Spieler möchte eine Uni wechseln. Dann helfen wir da auch und das ist auch in diesem Preis mit inbegriffen. Da braucht man nicht nochmal extra bezahlen. Genauso ist es, ob man nun ein Jahr, und das haben die Mädels in ihrem Podcast ja auch gesagt, es ist ja vorher noch gar nicht klar, bleibe ich ein Jahr, bleibe ich zwei oder bleibe ich meine ganze Zeit da und beende da meinen Bachelor. Und in dieser ganzen Zeit sind wir halt immer weiter Ansprechpartner, man kann sich immer an uns wenden. Natürlich wird es dann weniger, weil der Coach vor Ort viel übernimmt, aber natürlich haben Leute auch mal Fragen und das ist da halt alles mit drin, weil wir gesagt haben, wir lassen uns nicht bezahlen und dann ist das egal. Ich habe auf meinem Instagram auch ein paar Live-Videos mit Sportlern und Sportlerinnen gemacht, um halt eben auch zu hören, wie geht es dir denn jetzt so nach einem Jahr oder wie ist es so, ne? Und bei uns ist es so, dann von den Preisoptionen, wenn man diesen Prozess starten möchte, dann bezahlt man 195 Euro und damit kann man diesen Prozess in Gang bringen. Man macht alles, man registriert sich, wir erstellen dieses Online-Profil und wenn man dann Angebote vorliegen hat und nimmt eins an, dann würden wir, wenn ein Angebot angenommen wird, 2.950 Euro nehmen. Was man aber wissen muss, weil ne, gerade im Fußball und generell auch, sag ich mal, jemand, der 18, 19 ist, da kann sich auch mal die Sichtweise ändern, wenn man dann eben sagt, okay, ich möchte jetzt doch beim Profiverein spielen, ich möchte doch eine Ausbildung machen, dann berechnen wir auch diese 2.950 Euro nicht, sondern erst, wenn man wirklich ein Angebot annimmt und im Gegenwert dann auch eben ja, ein Stipendium bekommen hat. Die zweite Preisoption, die wir haben, eben der Vollständigkeit halber, man kann halt, wenn man sagt, ich will das auf jeden Fall machen, ein bisschen Geld sparen, dann würde man vorab 2.400 Euro bezahlen und dementsprechend ja, würde der Prozess genauso laufen, ist aber dann eine Vorauszahlung. Ne? Okay. Also ich muss ungefähr mit Dienstleistungskosten von 3.200 Euro rechnen. Genau, genau. Aber das finde ich eben ganz wichtig, das ist auch ein Vorteil, man muss ja auch mal selbst nach seinen Überzeugungen arbeiten. Ich finde es halt sehr fair, weil die Kosten am Anfang gering sind, um sich die Optionen sichtbar zu machen und wenn man dann im Gegenwert ja was kriegt, also das Stipendium, dann erst hast du ja diese Kosten. Wenn du vorher sagst, das passt nicht, weil finanziell oder sportlich oder akademisch passt es nicht, dann bezahlst du ja nur die 195 Euro, hast aber deine Optionen sichtbar machen können. Und darum geht es ja im ersten Schritt, weil ich glaube, keine Agentur der Welt kann vorher seriös sagen, wie viele Angebote kommen und wie die dann auch aussehen. Ne? Weil das entscheiden nicht die Agenturen, das machen immer noch die Coaches. Ja gut, aber die Kosten sind zu berücksichtigen. Absolut. Also ist es unglaublich wichtig, ein Stipendium auch zu erhalten. Weil damit kann ich dann ja auch wieder refinanzieren. Genau, also du zahlst natürlich eine Dienstleistung, aber man kann ja mal gucken, wenn man jetzt ein 80-prozentiges Stipendium kriegt an der Uni, die 30.000 Dollar kostet, dann übernimmt ja das Stipendium 24.000 Dollar pro Jahr. Ne, das heißt also auf 4 Jahre hochgerechnet, ist es dann, glaube ich, auch ein ganz ordentlicher Wert und auch ein berechtigter Preis. Können die Mädels denn da drüben, haben die eine Chance, auch zu arbeiten nebenbei? Also, man muss da mal gucken. Natürlich will der Coach erstmal, dass der Fokus auf das Studium und den Sport liegt, ne? Dass die Noten stimmen, weil werden die Noten zu schlecht, darfst du nicht spielen. Ne? Das heißt also, kommst du klar und im ersten Jahr ist es ja auch alles neu, eine Orientierung, dann ist das nicht so unbedingt typisch, dass man arbeitet. Es gibt aber Möglichkeiten, zum Beispiel auf dem Campus zu arbeiten. Ne? Man darf jetzt nicht aufgrund seines Visa-Status darf man jetzt nicht außerhalb des Campus arbeiten, also keine anderen Studentenjobs machen. Okay. Was man aber machen kann, ist natürlich auch im Campus zum Beispiel in der Bücherei arbeiten. Manche arbeiten am Eingang vom Gym. Ne? Und da kann man sich was nebenher verdienen. Das ist aber auch nicht an allen Unis möglich. Das kommt dann auch wieder drauf an. Und man muss natürlich gucken, bietet der Coach das dann an, weil der Coach das meistens nicht entscheidet, aber der kann zumindest über die Option
berichten. Und ja, es gibt die Möglichkeiten, aber man sollte jetzt nicht sagen, naja, gut, okay, mir fehlt da ein bisschen Geld. Ich mache da dann noch einen Job, weil das nicht unbedingt die Regel ist und das auch nicht unbedingt gerne gesehen wird am Anfang, weil man natürlich erstmal sich einleben soll, ins Team finden soll. Dann hat man sein Studium, was beginnt. Dann hat man natürlich auch einen sportlichen Anspruch. Von daher kann es sein, aber ist nicht die Regel, dass man jetzt sagt, okay, das geht immer auf jeden Fall. Ja gut, es sind ja bestimmte Dinge, die so einem, die einem durch den Kopf gehen in der Vorbereitung und wo dann vielleicht ja. die Mama oder Papa sagen, ey, dann verdienst du eben halt nebenbei ein bisschen Kohle. In Amerika ist das ziemlich leicht. Ich denke mal, das sollten wir erstmal so ein bisschen beiseite schieben. Genau, die Möglichkeit gibt es, aber ist halt nicht die Regel. Ne, das eben halt, das sind bestimmte Kosten, die auf einen zukommen. Dienstleistungskosten, Stipendium ab. Jetzt. Was also, war gerade alles weg? Es war gerade das Bild weg, kein Problem. Ja. Stipendium deckt gewisse Kosten ab, aber es gibt eben halt gewisse Fixkosten, die ich habe und die müssen halt dann auch von zu Hause aus abgedeckt werden. Genau, zum Beispiel da auch, da informieren wir natürlich auch immer dann drüber. Die Flüge nach Amerika, wenn man zur Uni reist, müssen selber übernommen werden. Das darf eine Uni nicht bezahlen. Man muss dann natürlich auch eben gucken mit Versicherung. Ne? Das wird oft auch über die Uni gemacht. Da kommen aber dann auch noch mehr Kosten. Aber das ist immer alles sehr transparent, wie wir es halt erklären. Ja. Und da muss man eben zusammenrechnen und mal gucken, ob es dann auch passt für einen. Ne? Ja gut, und ich habe ja auch in Deutschland die Möglichkeit, als Abiturientin kann ich in meinen Urlaub, in Ferien kann ich auch schon etwas dazu verdienen. Das stimmt. In Bistros zum Beispiel oder so. Je nachdem, wie viel Zeit ich natürlich habe und welche Klasse oder Liga ich spiele. Ne? Das ist genau, das stimmt. Wenn ich da nochmal eben, weil wir reden ja auch immer, die Leute zu ermutigen und natürlich auch ein bisschen die Ängste dazu nehmen. Ja. Wenn man zum Beispiel die Möglichkeit hat, bei seinen Eltern weiter zu wohnen und in Deutschland zu studieren, dann spart man natürlich Kosten. Aber es gibt ja auch viele, die studieren in einer anderen Stadt, weil es da einen Studiengang gibt, den ich halt gerne machen möchte. Und dann muss man auch Miete bezahlen, dann hat man auch Lebenshaltungskosten. Und wenn man die Kosten mal nimmt und vergleicht zu einem Stipendium und die Möglichkeit, weil da halt die Unterkunft oft inklusive ist, weil die Coaches natürlich gute Möglichkeiten haben mit ihren Stipendiengeldern, die sie vergeben dürfen, dann sind das gar nicht so große Unterschiede. Ne? Also man sollte das zumindest, glaube ich, mal versuchen und abzuklären, weil ich sag mal, in Deutschland zu studieren, selbst wenn man dann eine Einzimmerwohnung in der WG hat oder ein Zimmer in der WG hat, auch die Kosten sind nicht zu unterschätzen. Ne? Von daher, glaube ich, kann man das immer zumindest mal prüfen lassen, welche Optionen es gibt, weil man täuscht sich, wie viel eigentlich da auch möglich ist. Ja, und es ist ja, ist klar, die Mietkosten hast du in Deutschland auch, die sind erheblich, 450 Euro zahlst du schnell für so eine Hütte. Ja. Also kalt dann auch noch und wenn Studentenwohnungen sind dann noch mehr, noch teurer. Mhm. Ja, muss man einfach ins Verhältnis setzen, muss man gucken, aber was auch ganz wichtig ist, ein Studium im Ausland, College, das zählt bei der Bewerbung nachher natürlich ein bisschen mehr. Ne? Das darf man natürlich auch nicht aus den Augen lassen. Du hast eine hervorragende Ausbildung genossen. Das ist ja nicht Kicken alleine. Das ist ja nicht Spaß allein, sondern das ist ja harte Arbeit. Und das wird ja gewertschätzt dann nachher bei der Bewerbung. Ne? Genau. Wir haben auch die Erfahrung natürlich, mal, wenn man heute mal zumindest in die freie Wirtschaft guckt, wie sind denn die Stellenausschreibungen? Englisch ist eigentlich Grundvoraussetzung fließend. Dann am besten schon irgendwie Nachweis, dass man selbstständig ist. Das hast du ja natürlich auch damit. Du hast im besten Fall dann in 4 Jahren in Amerika gelebt. Standst da auf eigenen Beinen. Allein schon, was du von der Persönlichkeit, wie du dich weiterentwickelst. Ja. Musst viele selber organisieren. Wirst halt erwachsen. Und ich glaube, diese Attribute, das sind alles Sachen, die Firmen halt schätzen. Ganz davon ab, das klingt natürlich jetzt alles ein bisschen trocken für 16-, 17-Jährige, aber ganz davon ab erlebt man da natürlich auch eine absolut tolle Zeit. Und allein, was ich da erlebt habe und was ich auch immer von den Sportlerinnen und Sportlern höre, ist halt, was man im Team erlebt, ist echt wie so eine zweite Familie. Weil man muss sich auch vorstellen, an diese Colleges, in diese Teams kommen Sportler von überall aus der Welt.
Selbst aus Amerika ist es ja nicht so, dass die mal eben 50 Kilometer weiter weg wohnen, sondern oft 2.000, 3.000 Kilometer vielleicht. Ne? Ist natürlich ein Extremfall, aber die Sportler an sich, manche kommen aus Asien, manche aus Afrika, manche aus Europa, also völlig unterschiedlich, was man da für Verbindungen schafft. Vielleicht lernt man da jemanden kennen, mit dem man später mal ein Business macht. Ne? Also da sind so viele Sachen, die man erlebt, die man, glaube ich, erst Jahre später wirklich wertschätzen kann. Aber das sind natürlich alles Sachen, die, glaube ich, Eindruck machen, ob man sich später bewirbt. Ich habe einen Scout, die ist am College gewesen, konnte dadurch in Australien ein halbes Jahr Fußball spielen, weil ihr Coach das vermittelt hat, hat dann ihren Abschluss gemacht, dann einen Master in Frankreich und macht da jetzt ihren Doktor. Also von daher ist es einfach absolut spannend. Und mit ihr hatte ich auch mal ein Instagram Live gemacht und da sagte sie, naja, mit 16, 17 war das auch noch nicht unbedingt absehbar, dass ich überhaupt aus Deutschland rausgehe. Und jetzt ist sie eigentlich so eine Art Weltenbummlerin geworden. Von daher, ich glaube, man unterschätzt einfach, was für, was für Folgen, schöne positive Folgen das hat. Genau. Timo, lass uns zum Abschluss ganz kurz mal ein paar Referenzen durchgehen. Du hattest vorhin zwei Spielerinnen genannt, Julia Gwynn und Leupolz, glaube ich. Sarah Siel, im College. Genau, ich finde das ganz spannend, weil zum Abschluss vielleicht nochmal eben, es ist ja oft die Frage, die uns auch begegnet, was passiert denn nach der Zeit in Amerika? Und das ist ja so, dass die besten College-Spieler und Spielerinnen, da gibt es einen Draft. Das heißt, die amerikanischen Profivereine, wenn man zu diesem Draft eingeladen wird, und zu diesem Combine, die können sich dann Spielerinnen vom College sozusagen aussuchen und ihnen Angebote machen. Es gibt aber auch den Weg zurück. Zum Beispiel, wenn man jetzt Champions League Viertelfinale der Frauen, Bayern gegen PSG sich anguckt. Bei Bayern spielt mit Sarah Sadrazil eine Spielerin, die war an der East Tennessee State University, hat dann, glaube ich, auch sogar bei Washington Spirit gespielt. Ist dann wieder zurück nach Europa gekommen, ist jetzt mittlerweile bei Bayern eine Stammkraft. Und bei PSG ist Ashley Lawrence, die hat in West Virginia gespielt und ist danach auch zu Paris Saint-Germain gegangen. Also ich glaube halt auch da, der College-Fußball, gerade im Frauenfußball, gerät immer mehr im Fokus, weil das Niveau halt unheimlich gut und unheimlich stark ist. Und auch die amerikanische Frauennationalmannschaft rekrutiert sich fast alles aus ehemalige College-Spielerinnen. Und von daher glaube ich einfach, gerade in Europa, wo jetzt auch, sag ich mal, langsam mehr Aufmerksamkeit, mehr Geld, mehr Sponsoren in den Frauenfußball kommen, werden auch oft Spielerinnen mit Angeboten versorgt. Ne? Ich arbeite und lebe ja aus Bremen heraus. Bei Werder haben wir, glaube ich, drei Spielerinnen, die auch am College waren und jetzt bei Werder spielen. Also von daher, ich glaube, der Trugschluss wäre zu sagen, wenn ich nach Amerika gehe, bin ich aus dem Blickfeld. Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube sogar, dass das immer mehr in den Fokus gerät, gerade weil dieses Niveau so gut ist. Darfst du die Namen nennen von Werder Bremen? Das ist Emily Bernhard, Rena Wichmann und Ricarda Weigling. Ich hatte davor nochmal geguckt. Ah, okay. Die waren mit Agenturen drüben, genau, und haben, ich glaube, unterschiedlich lange dort studiert. Ne? Also von daher, ist auch ein Unterschied. Bleibe ich ein Jahr drüben? Bleibe ich 4 Jahre drüben? Ich glaube, Sarah Sadrazil war 4 Jahre da und andere Spielerinnen nur 1 Jahr. Also ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Und da kann man eben gucken, was für eine Erfahrung möchte ich halt machen. Ne? Genau. Ja, das ist sicherlich jetzt ermutigend für andere, diese Beispiele auch gehört zu haben. Mit Jamie Gerstenberg dürfen wir nicht vergessen, in der ganzen Aufzählung, die drüben ist. Es sind natürlich noch mehrere, ist klar. Genau, leider nicht mit unserer Agentur, aber ich habe gesehen, sie ist ja bei einer Super-Uni gelandet und hat auch ein tolles erstes Jahr gehabt. Von daher ist das wunderbar. Also genau darum geht es ja, dass diese Erfahrung dann sich auch lohnt. Ne? Ja, die wird diese Erfahrung immer schätzen, immer. Ne? Absolut. Wenn die zurückkommt nach Deutschland, dann wird die mit Sicherheit gefragt sein, ne? Nicht nur bei Potsdam. Das denke ich auch. Ja, das sehe ich so, weil die hat ja mehrere Auszeichnungen auch schon erhalten. Also das werden sich die Feinde ja auch
merken und anschauen. Genau, sollten sie auch, ne? Weil es einfach super Spielerinnenpotenzial drüben gibt. Das ist halt einfach so. Also da sollte man schon sehr aufmerksam sein. Ja, da sollten so einige Bundesligisten, auch die um Abstieg meinetwegen kämpfen, sollten ruhig mal gucken. Ne? Das ist so. Timo, vielen herzlichen Dank. Ich habe zu danken, Klaus, war sehr nett. War sehr nett, ja. Ja, absolut, vielen Dank. Vielen Dank für die Möglichkeit, ja, und Bombenjob, den ihr da macht. Finde ich klasse, Frauenfußball noch stärker im Fokus zu rücken. Leider ist da ja ein großes Ungleichgewicht entstanden, aber auch ihr tragt ja euren Teil dazu bei, dass das anders wird. Ja, das ist ja das Hauptaugenmerk, dass wir wirklich mehr Sichtbarkeit, auch respektvoller Umgang, Wertschätzung auch in den verschiedenen Gruppen, in meiner Gruppe haben. Wir diese Dauernörgler, diese Unverbesserlichen, die die Mädchen da immer oder die Frauen immer ins Abseits stellen, möchte ich eigentlich nicht. Und ja, die leisten Unglaubliches, wirklich, das ist ohne Übertreibung. Ist so, ja. Ja, die, ob die nun studieren, ob sie dann machen sie ihre Doktorarbeit, dann machen sie vielleicht ihre kaufmännische Ausbildung, dann trainieren sie zweimal am Tag, dann machen sie ihren Laktattest. Die machen das wie bei den Männern. Ja. Und manchmal härter als irgendwie ein Verbandsligist oder das ist in der dritten Liga jemand gewesen sein. Ja. Das muss man einfach mal wertschätzen. Dafür setzen wir uns ein, dafür setze ich mich auch ein. Ohne Worte kann ich nur so unterschreiben. Das ist so. Okay, dann verabschieden wir uns hier. Alles klar. Vielen Dank. Macht's gut. Bitte.